Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Kernbohrung. Vielleicht haben wir diesmal Glück. Also hier hinten ist echt... Ist natürlich ärgerlich, wenn ich jetzt sage, okay, wir lassen das jetzt einfach hier hinten, gibt es nichts. Die Chunks hinten sind alle leer. Wäre schon echt deprimierend, weil wenn dann hier im nächsten Chunk... Guck mal, in dem Chunk da drin könnte was sein, und in dem da. Ne, es ist schon... Ja, verdammt. Ich möchte... Weil ich weiß, ich ärgere mich, wenn ich jetzt gehe, habe ich immer den Gedanken im Kopf, naja, da war im nächsten Chunk war bestimmt was, weißt du? Genau im nächsten, da war mit Sicherheit was. Jetzt haben wir hier nochmal einen Chunk. Es gehen jetzt noch die Chunks hier hinten ab. So. Direkt auf den Berg oben, die scanne ich jetzt erstmal nicht. Oh, guck mal, seht ihr das? Der bohrt viel langsamer. Wie ist das mir das sagt? Wir haben nicht mehr genug Strom. Der bohrt noch normal. Aber der hängt. Jetzt hängt er nicht mehr, weil der fertig ist, kriegt der jetzt den ganzen Strom. Aber der hakelt, also der hakelt. Das heißt, die Batterien sind jetzt aufgebraucht, würde ich mal ganz spontan vermuten. Also Batterien sind aufgebraucht. Also der Chunk ist Onyx. Nee. Okay, hier haben wir echt kein Glück. Da würde ich sagen, suchen wir uns eine komplett andere Stelle. Jetzt ärgere ich mich schon, weil vielleicht da oben in dem Chunk, weißt du, oder da hinten in dem Chunk. Das ist so doof, ey. Ich suche nach den Ressourcen. Die erhoffte Goldader. Wo ist die nur? Wir können aber hier unten kurz checken. Mal gucken, in den nächsten Folgen werden wir da vielleicht auch wieder irgendwo... Hier, guck mal, hier können wir noch checken. Hier unten den Chunk hier. Ne, den können wir noch checken. Das ist eh Chunk, ne? In dem waren wir schon. In dem waren wir hier überall schon. Kann man den dort hinten noch checken, wartet mal. Der hier. Bup. Okay. So. Wenn ich den zweiten jetzt anschließe, wird der Strom nicht mehr reichen, nehme ich an. Oh, ist außerdem zu weit, okay. Na, für zwei wird der Strom bestimmt jetzt nie reichen. Oder? Ja doch, gut, jetzt sind natürlich wieder die Batterien ein bisschen aufgeladen. Ne? Na, er läuft, okay. Also wir haben hier kein Glück. Keine Mineralien gefunden. Überraschung. So. Vielleicht müssen wir wirklich in die wilde Wälder irgendwie da mal ein bisschen gucken. Ich weiß, wo noch eine große offene Fläche ist, also ne, ein großes offenes Feld, wo wir auch Chunks scannen könnten. Und zwar hinten, wo wir unseren Wendeplatz haben für unsere Bahn, ne, wo hier, ne? Oh, der Baum ist gewachsen. Wo. Huch. Gott, wie heißt es gleich? Aua. Wo. Oh Gott. Das Sägewerk, wo das Sägewerk ist. Da hinten könnte man ja, ne, also dahin könnten wir
würde ich machen? So, das machen wir weg hier. Nein, komm her. Ich würde sagen, wir machen dann doch erstmal noch ein hier ein Transformator, dass wir dann ein bisschen mit der höheren Spannung, ne, das leiten können. Das brauchen wir hier Aluminium. Mit der ganz hohen, ne? Die ganz hohe, da brauchen wir auch wieder einen anderen. Da brauchen wir den hier HS. Und den müssen wir von Mittel dann wieder zu ganz hoch transformieren. Wir bräuchten den und den anderen im Prinzip, um das von ganz klein auf ganz hoch zu werden. Das ist natürlich eine Sache, was ist das? Hochspannungsspule. Stahlbar. Das ist also aus Stahl gemacht. Das geht aber. Das hätte ich mir jetzt schlimmer vorgestellt. So, das können wir wegmachen. Das haben wir natürlich überall diese Blöcke, die können wir später dann wieder wegmachen. Ich überlege gerade, das Haus können wir vielleicht noch ins vorsetzen dann. Ne? Also ins größer machen. Und dann hier nochmal eine Reihe Batterien reinsetzen. Dass wir dann hier zum Beispiel auf die Seite 1, 2, 3, 4 Batterien setzen, die halt nicht klein sind, die halt, also Moment, nicht diese ganz kleinen, die NS, ne? Für niedrige Spannung, mittlere Spannung, hohe Spannung, nennen wir dann die HS hier, Bleiblock. Ne? Nehmen wir die für die hohe Spannung dann, die können natürlich auch, wie viel können die speichern? 4 Millionen. Und die ganz kleinen können, wie viel speichern, die wir jetzt haben? 100.000. Und die können 4 Millionen speichern. Wenn wir davon hier 4 haben, ne? Oh yeah. Dann ist das hier unser Hauptenergiespeicher des Landes, sozusagen, des Königreiches, ne? Das Problem ist, dort müsste jetzt MS, also MS sein, ne? Weil hier zweimal dieselbe Spannung kommt und dort trotzdem nur eine Spannung weitergeleitet, also ne, im Prinzip die maximale Spannung dann nur weitergeleitet werden kann. Heißt, wir verschenken hier quasi ein bisschen was. Im Prinzip. Das dauert quasi länger, bis wir hier wieder, ne? Ja, da müssen wir mal irgendwie gucken, wie wir das machen. Hier eine Chance ist jedenfalls nicht. Also hier ist nicht. Da brauchen wir echt was anderes. Ich würde echt gerne nochmal auf irgendeine Höhlentour gehen. Ich hätte so Bock auf eine Höhlentour und halt die ganzen neuen Ressourcen, was sie Blei und alles holen. Das wäre so geil, wäre das. Wollen wir das machen? Einfach nochmal versuchen heute. Ich meine, heute kann ich vielleicht ein bisschen länger aufnehmen. Ist halt immer blöd, wenn ich halt jetzt aufnehme und dann das unterbrechen muss und sitze dann auch in der Höhle fest. Das ist natürlich immer blöd. Darum mache ich das nicht so gerne. Aber ich würde halt echt gern noch ein paar Ressourcen uns holen. Hammer. Wir können natürlich nochmal irgendwie eine Spitzhacke machen mit extrem viel Glück drauf. Wir könnten den Rucksack einfach mal ein bisschen ausleeren. Das könnten wir oben machen. Okay, also das funktioniert schon mal. Wir haben jetzt ein bisschen gescannt. Ne? Wir haben unsere ersten Kernbohrungen gemacht. Leider ohne Erfolg. Sehr schade. Das ist sehr, sehr schade. Lasst uns mal ganz kurz zurückreisen. Nach St. Cherry. Also bis jetzt war ich immer hier in den Höhlen. Hier habe ich mir Höhlen gesucht. So am naheliegendsten. Das ist was für eine Ausbildung hätten wir hier. Wir könnten quasi hier einfach in die Wälder rübergehen. Wir reisen zur Ausbildungsbastion und gehen dann hier rüber. Alter, Berg, Bauhof, Baumfällen, das müssen wir auch noch machen. Der Eisammer. Wir könnten hier rüberziehen und gucken, ob wir dort dann noch eine Höhle finden. Ich habe voll Bock auf eine Höhlentour kommen. Auch wieder mit Monstern, ne? Also just for fun hier. Mit allem drum und dran natürlich. Diesmal auch mit Rüstung. Wie gesagt, ich habe den Mob Spawn Control drin, also es müssten jetzt Monster spawnen. Es müssten eigentlich Monster spawnen.
in einer angemessenen Zahl, ne? Aber es sollte gehen. So. Ich überlege, ob wir uns nochmal einen neuen Rucksack machen gerade, ne? Weil die sind alle voll und die jetzt auszuräumen, da habe ich gar keine Lust gerade drauf. Da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Jute Seed. Wir können die Jute auch anbauen. Das wusste ich gar nicht. Ich die anbauen können. Okay, die können wir anbauen. Ist ja geil. Ich hatte doch letztens noch irgendwo Jute hingepackt. Nicht, hatte ich keine. Also die Frage, wo habe ich die Jute hingepackt? Wartet mal. Die Musik ist gerade irgendwie. Oh, ist okay. Ba, 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 da, da, da. Ich hatte das Gefühl los, dass ich irgendwo noch Jute hatte. Dass ich irgendwo Jute noch hingeklatscht hatte und die jetzt bestimmt vergessen habe. Na, guck mal, sag ich doch. Wir waren nämlich so, ne? Hier unter der Brücke. Wir können die Brücke eigentlich mal erweitern, ne? Das wollte ich ja auch noch machen. Die Seeds können wir eigentlich gleich mit hier ansetzen. Anpflanzen meine ich. Ansetzen. Anpflanzen. Das geht nicht. Warum geht das nicht? Dann kann ich die auf Sand? Im Wasser? Unter Wasser? Nö. Hä? Wieso kann ich die anpflanzen? Das ist vegan Option. Ja, aber. Okay, dann nicht. Brücke zum Umbasteln der Brücke habe ich so gerade gar keinen Bock, ne? Mach mal später mal. Mach mal später mal. Oder ich mach's aufs Screen, einfach mal just for fun. Nee, ich mach nichts aufs Screen. Ich wollte das nicht mehr so machen mit aufs Screen. Das fällt mir gerade noch so ein, ne? Wir haben noch die Axt. Die brauchen wir unter Tage nicht wirklich. Ich habe so viele Ideen, was ich jetzt gerne machen würde und wo ich am besten anfange und. Aber wir bräuchten halt mehr Ressourcen, wir bräuchten mehr Silber, Eisen, Blei, vor allem Blei halt für, ne, für unsere Batterien, die wir brauchen, für die Kondensatoren, damit wir Strom weiterleiten können. Ich möchte nämlich gerade voll Lust halt, das ein bisschen zu machen. Also, guck mal, ich habe, ja, ich war offscreen, habe ich ja gesagt, ne, ich war nochmal unter Tage. Silber, ich habe ordentlich Silber, auch Blei habe ich mega viel gefunden. Habe ich voll vergessen, ne? Könnten aber Lava holen. Wisst ihr was? Ach, seht ihr, ich wollte noch mal was machen. Fällt mir gerade ein. Wir lassen das mit der Höhlentour erst noch mal. Ich wollte nämlich eigentlich das hier ein bisschen automatisieren sogar. Da bräuchte ich die Uhr. Ich habe das wollte das nämlich schon mal letztens schon machen, aber da habe ich das habe ich mal wieder vergessen. Das ist so kein Problem. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich habe es selber noch nie gemacht. Dann müssen wir mal gucken. Das machen wir mal zusammen heute, ne? Wir gucken mal, wie das funktioniert. So eine Uhr zum Beispiel. Ja, dass wir eh was dann automatisieren können hier. Dazu Gold. Das ist eigentlich mal nicht viel, ne? Das Gold habe ich alles noch oben, ne? Ich war ja, wie gesagt, offscreen. War ich nochmal ein bisschen einfach unter Tage ein wenig. Ich finde, das ist halt beruhigend, mir ging es halt nicht so gut und da habe ich einfach mal so ein bisschen, ne? Ich hoffe, ihr seid mir nicht allzu böse. Und da habe ich nämlich ziemlich viel gefunden, aber ich würde am liebsten noch mehr suchen. Also ich habe voll Lust da irgendwie noch mehr. Ich kann nicht aufhören. Ganz schlimm. So. Wo ist es? Hä? Ich habe sowas rausgenommen, oder? Ach, hier. Ich habe es hier hingelegt. Toll. Ja, das bringt da sehr viel. Ein Sticky mit Gold unten als Sockel, das oben und dann so. Ah, jawohl. Okay, jetzt bricht man natürlich noch einen Trichter. Das reicht sogar. Da brauchen wir eine Kiste. Ich mach mal eben Moment. Huch, Hilfe. So, Kiste. Okay.
war, glaube ich, Trichterversuch, ne? Wenn ich so. Ja. Dann brauchen wir noch eine Kiste. Aber ich meine, ziehen wir uns das mal ein bisschen. Weil so viel Eisen, ne? Wir können natürlich die anderen zwei hier, dass wir eins haben, was automatisch geht. So. Ich will mich so ein bisschen höher machen, das Ganze, ne? Haben wir noch versenkten Ziegel? Ist natürlich die Frage. Da müssen wir Mörtel machen. Und den Mörtel muss man. Da brauchen wir Sand und. Oh Gott, das haben wir alles nicht. Wir können das mal einschmelzen, können wir noch ein bisschen Mörtel holen. Dass wir vielleicht allgemein hier unten mal unsere Schmelze noch ein bisschen größer machen. Habe ich hier noch was drin? Nö, nichts, was uns jetzt helfen könnte. Nö. Okay. Lass mal das zum Beispiel weg machen. Ne? Hier haben wir doch bestimmt noch, warte mal, wir haben bestimmt noch irgendwas hier drin. Wir haben hier nämlich noch ein bisschen was drin, ne? Das sollte man nicht unterschätzen. Und es wurde, ach hier, warte mal, das kann ich nochmal testen. Mir wurde gesagt, das hier als erstes und dann den Zapfhahn ran, ob das vielleicht geht. Ich weiß es nicht, aber gucken wir mal kurz testen. Nein. Jetzt habe ich hier den Auslass. Toll. Also, Leute, ihr seht, ne, es geht. Muss ich verarschen, oder? Das geht wirklich. Hey, wieso ist das hier dran? Das soll nicht darüber zeigen. Was ist das denn für Mist? Hör auf damit! Hör auf damit! Okay, das scheint wohl doch zu gehen. Okay, dann danke für den Tipp. Machen wir jetzt gerade einen. Obwohl, da könnte man das rüberziehen, ne? Okay, Sekunde. Bup. Bup. Okay. Ich habe wieder keinen Platz. Juhu! Machen wir das. Jetzt willst du mich ärgern. Okay. Ihr sucht Streit. Kann's haben. So, Moment. Den noch. Du bleibst so drin liegen. Jetzt mal eins hier drüben zum Beispiel automatisieren oder so. Oder das hier könnten wir automatisieren eigentlich, ne? Obwohl. Ne, ich kann da leider keine Uhr drüber machen. Ne, geht nicht. Wir müssen das hier automatisieren. Obwohl, dann wird das wahrscheinlich auch getriggert, ne? Also wenn ich hier die Uhr hinmache, ne? Ich mache jetzt die Uhr. Bup. Tickgeräusch. Pulse Redstone. Ich weiß nicht. Ach so, hä? Ich mache es kurz nochmal aus. Leute-Einstellung ebenfalls. Also immer wenn das hier ausgelassen wird, klingelt es. Ne, dass wir das immer ein bisschen wissen. Fände ich nicht schlecht. Ich nehme das jetzt mal. So. Das nehme ich jetzt mal weg hier. Mach das so hier. Ne, dass das auch nicht. Ziehe ich das hier vor. Jetzt kann ich das. Ja, okay, warte mal. Ah, jetzt kann ich nicht rein. Nein, Menno. Das ist jetzt schlecht. Habe ich es gekriegt, ja. Okay, kann ich das. Nee, das ist nicht so optimal. Ich habe auch kein Glas jetzt mit, ne? Ich mache das Glas jetzt hier kaputt. Das ist natürlich nicht schlecht, dass es so ein Glas ist. Wartet mal. Da ist so viel Müll dabei, ey. Das ist auch nicht mehr feierlich.
Okay, wenn das jetzt geht, ja, das ist natürlich mega gut. Sekunde. Wo muss ich dann draufklicken? Hier oben oder da? Das ist nur die Frage, ne? Ich wollte das hier ein bisschen automatisieren. Problem ist, das ist halt echt zu tief, ne? Soll ich das mal alles, ich weiß mal, also um ins Hochsetzen, warte mal. Habe ich Platz im Inventar? Jein, aber na gut, das muss jetzt klappen. Moment, wir machen das hier zu. Hauen das weg. Dann können wir das hier noch abmachen. Jetzt müsste die Funktion sich erstmal einstellen kurz. Wo ist es? Habe ich es alle drei? Hä? Nein, eins fehlt. Na gut, jetzt kann ich hier rein, ohne Schaden zu kriegen. Wieso habe ich plus 4? 3, 4, eins fehlt. Ich habe Angst, da rein zu. Ist der hier reingehuckt, bestimmt, ne? Naja. Das ist nämlich knifflig, weil das stürzt gerne. Also, wenn man in diesen dasselbe reinguckt, dann stürzt das gerne ab. Für all die, die es nicht wissen. So. So. Ah, das ist schlecht. Okay, das ist schlecht. Hoppala. Machen wir den weg. Lass mal das so. Machen wir das so hier. Ne? Da haben wir ja trotzdem im Prinzip zwei gewonnen. Und das ist ja nicht verkehrt. Ne? Das ist ja nicht verkehrt. Das machen wir hier ran. Ist sie noch eingestellt? Das mache ich kurz mal aus. Und das soll der dritte Impuls sein. Tickgeräusch. Lautgeräusch. Ja. Pulse. Statisch Pulse. Ich will mal gucken, wie das geht. Ich habe keine Ahnung. Ne? Ich weiß noch nicht, wie das funktioniert. Dann können wir zum Beispiel hier. Ich muss mal kurz ein tiefer buddeln. Ba, 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 ba. Ach nee, jetzt muss ich ja. Ach, warte mal. Ups. Wenn ich jetzt die Truhe hier hinsetze. Dann muss ich ja den Trichter so ausrichten. Genau. Gut, ich bin gespannt, ob das funktioniert hier. Ich glaube es nicht, aber wenn das funktioniert, wäre echt super. Jetzt geht alles, was hier drin ist, automatisch da rein. Ne, da haben wir diese eine Bahn hier schon mal automatisiert. Wir können die jetzt auch noch automatisieren. Obwohl, vielleicht reagiert das sogar miteinander, wenn ja. Jetzt kommt das Geräusch. Wir müssen das sogar so hier machen. Das Lautgeräusch können wir lassen. Da testen wir es mal, oder? Also das funktioniert hier. Ich frage jetzt, ob das funktioniert. So, erstmal ordentlich Eisen. Ach so, warte mal. Wir wollten ja noch. Verdammt, jetzt habe ich das vergessen. Ob das jetzt so gut ist, was ich jetzt hier mache. Während der Ofen an ist. Das ist ein bisschen fraglich gerade, was ich hier anstelle. Habe ich eine Schaufel mit? Ja. Die Wand, okay. Das unten kann jetzt erstmal einschmelzen. Dann gucke ich mal, ob das mit dem Dings funktioniert hier. Ich würde da oben trotzdem gerne eine Bahn Stein machen.
Schauen wir mal, das machen gleich. Das wird dann noch ein bisschen erhöhen. Umso mehr kann der einschmelzen, ne? Umso mehr können wir hier gleich wegschmelzen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn das ein bisschen eingeschmolzen hat, dann machen wir das. So, hier müsste natürlich die Innenwand sein, ne? Dass man hier wenigstens so nach Innenbahn hochziehen quasi. Ah, das reicht nicht, okay. Das reicht nicht. Gut. Na gut. Das reicht nicht. Und das würde jetzt alles reinfallen, wenn ich das jetzt abbaue. Darum lasse ich das mal lieber. Ne, das lassen wir mal noch. Da ziehen wir dann vielleicht ein Stück noch höher. Und dann können wir. Welche Höhe machen wir? Die Höhe, hä? Dass es nicht ganz so extrem ist. Auch nicht unbedingt so nah an unserem Gebauten. Ich hatte wirklich Bock, Monster, ne? Mit Monstern irgendwie. Jetzt hängen wir schon wieder hier. Ich kann nichts dagegen machen. So, ja, das braucht noch ein bisschen. Jetzt nehmen wir das hoch. Da können wir hier auch Glas reinmachen, also Glaswände. Hier wenigstens, ne? Dass man hier reingucken kann noch. Das fände ich irgendwie ganz cool. So, jetzt bin ich mal gespannt hier unten. Es hat schon einiges eingeschmolzen. Darf ich mal jetzt hier draufklicken? Wenn ich jetzt hier draufklicke, weil ich dann gleichzeitig befüllt, das geht nicht. Das geht nicht. Was ist das für ein Mist? Hä? Warte mal. Das geht nicht. Das geht nicht. Okay, das ist voll doof. Also das ist voll doof, Freunde. Ich weiß nicht, wie es gehen soll, aber es geht so nicht. Leider. Ich hätte es auch cool gefunden, wenn es so geht. Das geht da nicht, das muss direkt drüber sein. Das müssen wir dann später nochmal umbauen. Okay, gut. Gut zu wissen. Ich lasse die jetzt einfach stehen hier, weißt du das? Puh, egal. So, jetzt aktivieren wir mal das Redstone-Signal. Redstone activating. Müsste es ja eigentlich funktionieren. Ja, es funktioniert! Ich mach das mal hier auf 3. So, jetzt gucken wir, ob das hinhaut. Okay. Wenn das Fatsch ist, blub, automatisch. Jetzt müsste das nächste schon kommen. Okay, also doch 2. Du musst das sogar jeden Tick. Das ist der kleine Zeiger. Das ist der kleine Zeiger, ne? Wo der ist. Dann auf jeden bitte. Ja, dann haut's hin, ne? Also immer, wenn der Zeiger immer rumgeht, flup, 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 wird das immer ausgelassen. So. Ne, jetzt ist es immer ausgelassen. Flup weg. Jetzt, wenn es auf 12 ist, müsste es wieder passieren, theoretisch, oder? Mega. Jetzt wird das eine Runde, ne? Wieder eine Runde rum. Das geht wieder automatisch. Und wir kriegen alles in unsere Kiste. Alles so geil. Ich wünsche. Weißt du, was mir gerade in den Kopf rumgeht? Ich baue hier den nächsten Schmelzofen hin. Denselben nochmal hier hin, wo wir dann noch anderes nebenbei schmelzen können. Und das kommt alles hier raus, ne? Dass wir hier so diesen Gang behalten. Das hier auf der Höhe dann. Dann müsste das 3. Das passt. Nee. Dass wir so 2 fette Schmelzen hier hinbauen. Genau, fertig. Wenn das jetzt wieder oben ist, müsste das nächste Mal auslassen. Ne? Toll geil. Sorry, das ist mega gut.
müssen bloß aufpassen. Beim letzten könnte es passieren, dass wir die Uhr dann, dass wir das kurz abbauen müssen, weil da noch ein Rest drin ist. Bei neuen Materialien wird es dann nicht gehen wahrscheinlich. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Oh, das finde ich mega gut. Das feiere ich gerade ein bisschen, dass das geht. Aber natürlich hier, man sieht schon, wir brauchen natürlich dann noch ein bisschen Unterstützung jetzt, weil das ist recht viel Eisen, was ich da habe. Ja, ich habe es übertrieben mit Form, ich weiß. Nickel, Bauxit, Blei ist natürlich sehr wichtig. Gold auch. Mit Gold und Silber können wir dann das andere noch machen. Zinn, Kupfer. Kupfer ist natürlich auch nicht gut. Ich hätte echt gerne... Ach so. Ja, komm, wisst ihr was? Ja, komm. Machen wir mal kurz hier ein bisschen was. Ja, 5 tue ich da reinpacken. Hier haben wir leider jetzt noch die Schlacke rausgekriegt. Schlacke. Warte mal. Überblick und Ressourcen, Construction, Energiekampf, Heavy Machine, Überblick und Ressourcen, Erze, Erzverarbeitung. Oh, ich sehe gerade, die Folge ist zu Ende. Das wollte ich mir nämlich angucken, Mineralorder. Das machen wir gleich in der nächsten Folge. Also, bis dahin. Tschüss.